Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht es in der Dezember-Variante von Hashtag Ungeschönt. Und dieses Mal haben Sarah, Isabel uns überlegt, dass wir doch ein Fullface mit den ganzen Adventskalender-Produkten machen. Ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jeden Monat haben Sarah, Isabel und ich, also das ist ja die wundervolle Betreiberin des Kanals Life Daisy in Spring hier auf YouTube, haben wir monatlich unser Hashtag Ungeschönt Video hochgeladen. Das geht dann heute bei ihr auch um 19:30 ab auf dem Kanal, also schaut super gerne dort mal vorbei. Und dieses Mal war dann jetzt natürlich die Adventskalender Special Edition, weil sie genauso wie ich richtig Bock hatte, dieses Jahr so ein paar Adventskalender aufzureißen. Bei mir geht es nächstes Jahr im Januar und vielleicht auch noch im Februar weiter. Ich weiß es noch nicht, Leute, es ist so heftig. Und ich habe jetzt dann immer wieder mir auch ein bisschen was zur Seite gepackt, sodass ich hier dann tatsächlich ganz schön viele Produkte habe. Wir kennen uns gegenseitig auch schon ein bisschen und haben auch gesagt, Mensch, die andere soll tatsächlich versuchen, mit den Produkten einen Staple-Look zu schminken. Ne? Also, dass man wirklich einen Look schminkt, den man normalerweise halt auch gerne öfters so hier auf YouTube schminkt. Ne? Und da konnte die liebe Sarah Isabel natürlich jetzt auch ein bisschen vermuten, was ich in mein Gesicht packen werde. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie gesagt hat. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich euch das gleich einblenden werde, weiß ich noch nicht, was sie gesagt hat. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe ihr auch quasi eine Nachricht geschickt und das hier ist ihre. Ich weiß ja, was ich von dir erwarten würde, wenn du Zugriff auf alle Produkte sozusagen hast, was für einen Look, so einen typischen Claudi-Look. Jetzt weiß ich natürlich aber nicht mehr genau, was bei dir überall drin war. Deswegen erwarte ich auf jeden Fall, ich erwarte einen extravaganten Eyeliner, auf jeden Fall einen gut sichtbaren Eyeliner, Sparkle, vielleicht Halo Eye, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke, du wirst eher so ein bisschen natürlicher unterwegs sein, vielleicht Pop of Color, vielleicht. Und rote Lippen. Claudi im Dezember, rote Lippen, oder? Ja, mal gucken. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, was sie jetzt gerade gesagt hat. Ich habe euch das einfach eingeblendet und dabei Kaffee getrunken. Und jetzt schauen wir mal, was ich hier habe, um dann quasi ihrem Anspruch gerecht zu werden. Okay, wir starten natürlich mit einem Primer. Sofern ich die Produkte übrigens online finden kann, verlinke ich euch die auch mal in der Infobox. Make-up Forever Hydra Booster Step 1 Primer. Das soll auch noch 24 Stunden Feuchtigkeit geben. Dürfte es bei Sephora geben und ich meine, der war auch im Sephora Adventskalender drin. Okay, der ist einfach Peach. Habe ich nicht mit gerechnet. Boah, ist ja schön angenehm kühlend auf der Haut. Oi, das gefällt mir. Der hat jetzt theoretisch schon so ein bisschen Glow gegeben, aber ich habe jetzt hier von M. Asa Magic Finish das Glow Serum auch noch mit 7 ml. Das ist so eine kleine Probegröße. Und das trage ich mir jetzt einfach nochmal oben drüber, um noch mehr Glow zu haben. Denn ich liebe Glow, kann man nicht anders sagen, ne? Hat gut zusammen funktioniert, ne? Sieht schon fein aus in meinem Gesicht. Ich hatte sogar Foundations mit in Adventskalendern. Klar, das war halt in diesem Magic Finish Adventskalender von dem Asam. Ich habe hier einmal das Transparente und einmal das Magic Finish. Und eigentlich habe ich Bock, beides mal auszuprobieren. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, ich starte einfach mal mit dem Transparenten. Wobei ich da glaube, das nimmt mir dann den Glow weg, oder? Wie sieht das denn dann aus? Wir schauen mal, dafür sind wir ja hier. Da habe ich es jetzt drauf, da habe ich es nicht drauf. Hat das irgendwie angeebnet, ausgeglichen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass M. Asam Neues davon rausgebracht hat. Das habe ich mir nämlich letztens bestellt. Das lasse ich mal dagegen antreten. Aber gut, das habe ich jetzt auf der einen Seite aufgetragen. Auf der anderen Seite trage ich jetzt hier das Magic Finish auf. Das ist das ganz Klassische mit diesem Glitzerdeckel halt. Ne? Und schau mal, wie das so hinhaut. Das hatte ich damals mal in Anwendung gehabt. Fand das gar nicht so genial. Also, ne, so richtig mußig ist das Ganze. Und das trägt man sich eigentlich am besten direkt mit den Fingern auf. Okay, ja, und das ist halt relativ dunkel, ne? Und das reicht, glaube ich, jetzt schon fast fürs ganze Gesicht. Wow. Nee, das hat jetzt auch wirklich nur für die Wange gereicht. Aber es sieht deutlich besser aus, als ich das in Erinnerung habe. Das ist gerade sehr positiv. Ich trage auf der anderen Seite das jetzt auch einfach mal auf, auch wenn ich da eigentlich schon das Transparente habe. Aber ansonsten hätte ich hier einen viel zu großen Unterschied auf beiden Seiten. Das wollen wir nicht. Guckt euch das mal an. Aber es lässt sich halt gut verteilen, ne? Und ja, man sollte es wirklich am besten mit den Fingern machen, weil mit der Körperwärme schmilzt es halt wirklich toll, ne?
Das wäre jetzt, wie ich das damals aufgetragen hätte, als ich noch in der Jugendlichkeitsphase war. Mittlerweile habe ich gelernt, man sollte das auch tatsächlich auf den Hals runterblenden, ne? Oh mein Gott, ich weiß noch, in der Pubertät, da hat das echt teilweise sehr, sehr abgehackt ausgesehen. Aber ich glaube, das hatten wir doch alle, oder? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich das Magic Finish aus meiner Möchte-ich-verwenden-Liste gestrichen, in Anführungsstrichen, ne? Aber es gefällt mir gerade. Da kommt es halt wirklich drauf an, mit welchen Produkten man das kombiniert. Weil jetzt gerade funktioniert es super, super gut, einfach so als leichte Base, ne? Klar habe ich jetzt so ein bisschen das Ganze mattiert, was nicht ganz so meine Welt ist, aber es sieht schon gut aus. Tja, man wundert sich, aber ich habe sogar einen Concealer in Beautyboxen, vor allem in einem Adventskalender gehabt. Ich habe hier nur ein bisschen Angst vor der Farbe. Skin Food Salmon Dark Circle Concealer. Ja, ich meine, aus irgendeinem koreanischen Adventskalender habe ich den rausgefischt. Ich weiß nicht mehr, wo der genau mit drin war. Wahrscheinlich Stelvana oder so. Ihr könnt auch gerne, falls ihr noch wisst, bei welchen Adventskalendern die Produkte drin waren, das in die Kommentare schreiben. Gut, bislang relativ simpel, Sephora und Magic Finish. Aber gleich wird es definitiv ein bisschen spektakulärer hier, ne? So, jetzt habe ich hier den Concealer von seiner Umverpackung befreit. Und siehe da, ja, es ist lachsfarben, aber es erinnert dann doch an den Bäcker, ne? Wisst ihr noch? Kennt ihr den noch? Den gibt es jetzt ja auch von Smashbox. Und von Catrice gibt es da doch auch einen, der sehr ähnlich ist. Guck mal, ne? Den hätte ich mal unter der Foundation verwenden sollen, Leute. Egal, habe ich jetzt hier. Und der kommt einfach als Concealer und direkt auch schon als Lidschattenbase aufs Auge drauf. Und hey, hey, das geht. Also farblich, vollkommen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Wahnsinn. Also ich finde den besser als den Becker Under Eye Corrector, Brightening Corrector. So heißt das Ding, ne? Ja. Schickimicki, Kafriki. Mag ich. Ne? Ich muss eigentlich kein Color Correcting machen, mattieren muss ich definitiv auch nicht. Deswegen werde ich hier einfach mal dieses Nui Puder verwenden. Und dafür verwende ich einen Pinsel, den wir auch im Glossy Box Adventskalender drin gehabt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich an so viel erinnern kann. Und ja, der ist von Luvia, der 216 Full Face Brush. Ne? Der wird jetzt sehr viel zum Einsatz kommen. Hui, das krümelt aber sehr, Leute. Und damit werde ich jetzt ganz leicht mein Gesicht setten, weil eigentlich durch das Magic Finish brauche ich nicht viel setten. Aber ich brauche halt schon eine Basis, damit ich nachher meine pudrigen hier Blush Bronzer Highlighter auftragen kann. Ansonsten sieht das bei mir leider immer fleckig aus. Ich bin sehr gespannt, wie das Full Face von Sarah Isabel aussehen wird, denn die hat teilweise ja auch ähnliche Adventskalender wie ich geöffnet, hat aber definitiv auch andere Produkte behalten, das weiß ich. Ich habe ja auch nicht alles behalten, ne, von den Adventskalendern, die ich geöffnet habe. Und ja, ich habe halt auch noch Adventskalender aus anderen Bereichen geöffnet und sie war sehr viel in der Drogerie unterwegs. Und sie hat Adventskalender geöffnet, die ich noch gar nicht aufgemacht habe, die bei mir noch verschlossen hinter mir quasi stehen. Ne? Also hinter der Wand, die sich hier befindet, befindet sich quasi noch ein Kamin. Ja, ein schöner offener Kamin, weil dahinter ist das Wohnzimmer eigentlich. Aber gut, egal. Und da sind die ganzen Adventskalender. So ist das alle bei uns hier. Rucki zucki. Ja. Sieht gut aus. Sieht nicht aus, als hätte ich irgendwas im Gesicht. Wenn ich das so sehe, denke ich mir, könnte ich öfters mal genauso verwenden, oder? Fun Fact, heute ist Sammy auch mit am Start, denn der hat sich eben gedacht, ich komme mit nach oben, Frauchen. Unten ist er zu langweilig. Ich möchte mal wieder im Drehzimmer sein. Und er schläft hier gerade neben mir. Voll süß. Ich habe was vergessen. Kann ich das jetzt noch, obwohl ich abgepudert habe, verwenden? Schwierig, 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 denn ich hätte hier tatsächlich auch noch Liquid Blushes. Ich verwende jetzt hier von Maybelline den Cheek Heat. Probieren wir aus, in der Farbe 30. Hierzu bietet es sich an, oh, das hatte ich eben auch schon, egal, einen Pinsel zu verwenden, der so ein Foundation-Pinselmäßiges Gedönschen ist. Ne? Der ist jetzt von Crash Cosmetics, der war im Crash Adventskalender. Ich habe jetzt hier super, super viel auf dem Pinsel. Natürlich schluckt das Kameragedönschen hier auch noch, ne? Ganz viel Licht und Farbe, beziehungsweise die Lampen hier. Aber auch in echt, ich sehe nicht viel davon. Fühlt sich schön auf der Haut an, das kann man nicht anders sagen. Aber ich finde es halt sehr wenig. Aber gut, ja, vielleicht wenn man halt so gut wie nichts auf dem Gesicht tragen möchte, ist es gar nicht so verkehrt, ne? Vielleicht auch, wenn man nicht vorher abgepudert hat. Man sieht auch ein bisschen was.
Das muss ich auf jeden Fall nochmal in anderen Kombinationen für mich ein bisschen testen, bevor ich mir dazu ein richtiges Urteil geben kann. Aber jetzt gerade ist so, ja, okay, ist da, ne? Hat auch so ein bisschen eher so die Pudergeschichte abgenommen. Also bin ich noch nicht so ultra Fan von. Ja, das muss ich jetzt aber trotzdem auch noch setten, weil ansonsten wird das ganze Gedönsen in meinem Gesicht etwas fleckig. Das heißt, dann nehme ich jetzt auch nochmal das Nui-Puder. Doch, also jetzt in live, doch, das geht schon klar, ne? Als Bronzer nehme ich hier von Art Deco den Natural Skin Bronzer. 9 Gramm sind hier drin. Ich glaube, da gibt es keine unterschiedlichen Farben. Und den trage ich mir hier auch mit diesem Pinsel wieder auf. Ui, der ist aber warm, Leute, von heute. Gut ausblenden. Den finde ich jetzt so in dem Moment, wo ich ihn hier auftrage, leider nicht ganz so genial, weil der sehr, sehr fleckig wird irgendwie. Huch. Übrigens hoffe ich, dass ihr alle schöne Weihnachtsfeiertage verbringen konntet und dass es euch gut geht. Das wäre ganz cool, Leute. Das fände ich echt schön. Und für alle, die es noch nicht gesehen, gehört oder gelesen haben von mir, frohe Weihnachten, nachträglich. Auch wenn wir jetzt ja schon Cream Blush drauf haben, möchte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, auch noch einen richtigen Puder Blush zu verwenden. Ich nehme von Sleek den Slim Thick Blush mit 5,7 Gramm und das ist eher so ein Blushleiter, der hat tatsächlich auch einen Schimmer. Und ich finde, dass Sleek Blushes so ein bisschen ja alte Schule sind, ich weiß es nicht, die haben halt so super viel von meinen Anfängen von YouTube und sind sehr stark pigmentiert übrigens. Da muss man etwas aufpassen und das ordentlich verblenden. Aber der kann was, ne? Der ist richtig, richtig schön. Den mag ich auch gerne leiden. Auf der anderen Seite trage ich mir aber einen anderen dann auf. Weil ich habe ja zwei Gesichtshälften. Dann nehme ich dann von Essence den Blushleiter. Da sind 4,5 Gramm drin. Und der war natürlich im Essence Adventskalender. Wunderschönes Verpackungsdesign. Und da gehe ich von aus, dass Sarah Isabel den auch verwenden wird. Das ist schon traumhaft, ne? Also das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Schade, dass es sowas nicht im Standardsortiment gibt. Oder dann halt quasi nochmal als LE oder so, ne? Wobei die Adventskalender, die gibt es ja immer noch zu kaufen, zum Großteil, ne? Also viele kriegst du einfach noch, das finde ich schon krass. Schön finde ich bei diesem Blushleiter übrigens, dass du den toll aufbauen kannst. Also das ist schön. Der ist nicht, boom, da bin ich, sondern... Ja, nimm mal ein bisschen hiervon, nimm mal ein bisschen davon. Der gefällt mir sogar ein bisschen besser als der von Sleek. Da beides Blushleiter sind, brauche ich eigentlich keinen Highlighter. Aber ich bin ich. Ich liebe Glow, deswegen gönne ich mir tatsächlich beziehungsweise meinem Gesicht. Das habe ich, glaube ich, auch beim Unboxing gesagt, dass ich unbedingt das hier mal in meinem Gesicht sehen möchte. Wobei ich befürchte, dass mir das ein bisschen zu gold ist. Von Emasa Magic Finish Hollywood Glow Powder 2,5 Gramm. Und da sehen wir auch, das ist schon sehr gold. Ne? Das könnte mir dezent zu dunkel sein. Oh ja, schade Schokolade, ne? Der ist mir wirklich zu dunkel. Den kann ich vielleicht als Lidschatten verwenden, aber definitiv nicht als Highlighter. Das ist schade. Dann mache ich weiter mit dem Essence aus dem Adventskalender Xmas Highlighter und auch hier müssten dann 4,5 Gramm drin sein. Da haben wir das gleiche Pressing wie auch bei dem Blush. Oh, das ist schön! Und auch die Farbe gefällt mir. Relativ subtil, aber schön. Ne? Mag ich. Subtil ist gut, sagte sie und packte es auf die Nasenspitze und sah aus wie... Huch! Ich habe jetzt gerade doch noch ein Produkt gefunden, was ich nachher als Lidschattenprimer verwende, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal sind die Augenbrauen dran und im Asam, das ist dieser Eyebrow-Designer in der Farbe Light Brown. Ihr merkt es, ne? Also der im Asam Magic Finish Make-up Adventskalender ist tatsächlich, was Make-up angeht, mit einer meiner Präferierten, weil wir hier wirklich fast ein Fullface drin haben und eine tolle Auswahl. Also auch gute Produkte sind hier drin gewesen. Ne? Kannst du nicht anders sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich werde ja auch immer danach gefragt, was ist so dein favorisierter Adventskalender? Also im Bereich Make-up würde ich definitiv den Magic Finish immer wieder empfehlen. Klar weißt du nicht, welche Haarfarbe, Hautfarbe, welchen Teint, was auch immer, hat die Person, die den Adventskalender öffnet. Ne? Das heißt, ich hatte jetzt Glück mit dieser Augenbrauenfarbe, dass sie halt bei mir einigermaßen schon passt. Ne? Wenn du jetzt dunkler von den Haaren bist, also brünett, oder wenn du schwarzhaarig bist, könnte es ein bisschen schwieriger werden. Und ich glaube, den hatten wir in klein im Adventskalender drin und ich habe den dann aus meiner generellen Make-up-Sammlung gefischt und dann hier
in meinen Fullface-Gedönsen gelegt, ne? Also das ist ein Augenbrauenstift, den ich wirklich gerne mag, ne? Die Farbe passt jetzt gerade im Winter auch sehr gut, weil meine Haare da auch ein bisschen dunkler sind. Das ist ja naturblond bei mir und dann dunkelt das im Winter immer ein bisschen aus. Ja, und jetzt möchte ich gerne einen neuen Augenbrauen-Gel-Produkt-Ding verwenden. Wow. Revolution Extra Hold Brow Glue. Ich meine, dass wir den in dem ASOS Adventskalender drin hatten. Oh, warum? Warum kleben die hier ständig die Produkte in den Verpackungen fest? Ich verstehe es nicht. Da kriege ich die Pimpernellen, das sage ich dir. Naja, es ist auf jeden Fall dieser Brow Glue. Ich weiß gar nicht, ob wir den in Deutschland kaufen können. Sprich, dass es den bei Cosmetic for Less oder so gibt. Ich suche das eh im Internet, recherchiere das, verlinke euch das. Stinkt ein bisschen nach Kleber tatsächlich. Und dann gucke ich mal, wie der sich anwenden lässt. Fühlt sich an, als würde er sehr schnell hart werden wollen, aber das ist positiv. Sehr gelig von der Konsistenz her. Der ist nicht so flüssig, wie man das normalerweise so kennt, ne? Ich mag den. Den finde ich sehr sympathisch, wirklich. Schön. Jetzt muss er nur ordentlich antrocknen und dann auch die Augenbrauen in Form halten. Das wäre dann halt noch cool, ne? So, dann gönnen wir uns jetzt mal den Eyeshadow Primer von Kryolan. Das ist ja eigentlich Theaterschminke. Der hatte sich hier gerade ein bisschen versteckt bei den Augenbrauenprodukten. Und den gebe ich mir auf mein Lid. Meine Augenlooks sind ja erfahrungsgemäß lieber etwas bunter. Dementsprechend habe ich jetzt hier zu der buntesten Palette gegriffen, die jetzt in Adventskalender drin waren. Von Natasha Denona, die Holiday Exclusive Mini Metropolis Lidschattenpalette. Und da ist sogar ein Pinsel mit dabei. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Die passt natürlich sehr schön zur Weihnachtszeit, ne? Das mag ich gerne auch mit dem Gold und so. Das ist hübsch. Dann nehme ich als erstes diesen Ton, der nennt sich Blaze. Damit setze ich jetzt zuallererst meine Base. Wow, das war ein Reim. Auch das musste sein. Das finde ich fein, denn das gehört in dieses Video mit hinein. Wow, das war ein Flow, Leute. Denn in meinen Adventskalender-Videos habe ich einfach super gerne auch Reime verwendet. Ich mag das. Ich finde es einfach großartig. Vielleicht kommt irgendwann von mir mal ein Gedichtband raus. Würdet ihr das feiern? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Vielleicht hieß der Ton auch einfach Corrodi. Vielleicht habe ich mich auch einfach gerade verguckt. Okay, als nächstes nehme ich den Ton Rope. Also quasi das Seil. Das ist so ein Senfgelb. Matter Ton. Und den setze ich mir hier außen und blende den so ein bisschen in die Lidfalte mit rein, ne? Wobei dafür ist dieser Pinsel, glaube ich, gar nicht mal so geeignet, ne? Dann nehme ich mir lieber einen Blendepinsel. Da habe ich ja auch ein paar in Adventskalender gehabt. Zum Beispiel dieser hier von Lovia, der 327 Precision Blenderpinsel. Der von dem Natasha Denona Set hier ist halt abgeflacht, ne? Da kannst du super mit auftragen, aber nicht wirklich ausblenden. An den unteren Wimpernkranz möchte ich mir jetzt super gerne diesen Ton Jublé oder Jublie aufgeben. Das ist ja dieser Petrolton. Dafür nehme ich hier aus dem My Little Box Adventskalender so einen Smudger-Pinsel. Das ist ein bisschen schwierig, so einen Ton an den unteren Wimpernkranz zu geben, einfach weil da Schimmer mit drin ist und sowas kann halt schnell runterfallen und es kann blöd aussehen, aber es kann auch sehr, sehr gut aussehen. Na, wir müssen mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich nehme jetzt nämlich dieses Gold auf, also dieses hier. Das ist nämlich der Blaze-Ton und den gebe ich mir auf mein bewegliches Lid. Der ist sehr, sehr cremig, deswegen geht das am besten jetzt mit dem Finger. Der funkelt richtig krass, ne? Wow! Ich habe den jetzt auch unten mal so in mein inneres Drittel gepackt. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen, ne? Jetzt habe ich hier einen Highlighter von Iconic, den Light and Glow Duo Highlighter, ne? Das ist dieser hier. Und da möchte ich mir den hellen Ton jetzt in meinen Innenwinkel geben. Satan Yao, also der Augenbrauenkleber ist richtig hart geworden. Das ist richtig, richtig genial. Und das Augenbrauen, ach, das Inner Corner Highlight und auch das Augenbrauen Highlight, ja, strahlt. Mag ich, aber wir müssen noch ein bisschen Tiefe in den Look bringen. Und wir haben ja noch eine Farbe aus der Palette nicht verwendet. Das ist dieses Dunkelbraun, nennt sich Bowl. Das setze ich mir einmal hier außen auch so ein bisschen noch mit hin und blende das auch in diesen Petrolton mit rein. Und gleichzeitig möchte ich den auch hier oben verwenden, um da für Tiefe zu sorgen. Schade, dass dieser Goldton so sehr krümelt, ne? Das ist echt blöd.
Denn ich finde, das macht so ein bisschen auch den Look nicht mehr ganz so genial. Aber gut, ja. Das Braun ist ein bisschen fleckig, das hat sich nicht ganz so schön verblenden lassen. Das Gold krümmelt so ein bisschen runter. Aber an und für sich ist es eine solide Palette. Wenn ich den Look jetzt so sehen würde, würde ich mir die kaufen? Nö. Von Huda Beauty habe ich hier einen Eyeliner und zwar den Lifeliner Quick and Easy Very Venta. Das ist dieser hier und der müsste auch in dem Sephora Adventskalender drin gewesen sein. Hat eine super dünne, mega schöne, präzise Spitze, die halt auch so pinselmäßig ist und nicht diese Filzstiftgeschichte. Ja, so, guck mal. Dankeschön. Der ist krass. Da kannst du so präzise mit malen. Ach, du ahnst es nicht. Ich hatte noch nie so einen präzisen, dünnen Eyeliner. Wow. Musst du halt, wenn du dann hier so ein Dreieck malst, natürlich ein bisschen öfters drüber, um das halt auszumalen, ne? Aber krass. Schön. Kann man auf jeden Fall sich mal angucken, ne? Also dafür sind Adventskalender dann auch eine ganz gute Werbefläche für die Firmen, wenn halt so High-End-Firmen auch mal solche Produkte da reinpacken können. Weil den hätte ich mir safe nicht gekauft. Und jetzt finde ich den wirklich gut. Ich hatte in einem Adventskalender dieses kleine Pixi Glow Mist als Fixing Spray drin, habe es aber aktuell auch in groß in Anwendung. Offensichtlich mag ich das. Jetzt habe ich kein Schwämmchen, um mein Gesicht einzutapern, beziehungsweise um die Feuchtigkeit einzutapern. Mein Gesicht eintapern ist, glaube ich, nicht die beste Idee des Universums. Deswegen fächere ich so ein bisschen mal. Dieser Glow gefällt mir richtig gut. Und jetzt werden meine Wimpern erstmal gebogen. Da habe ich hier meine Catrice Wimpernzange. Dann widmen wir uns mal einem wundervollen Part und zwar Mascara. Da werde ich auf dieser Seite die Hourglass Caution Mascara verwenden und auf dieser Seite von Maybelline Falsche Wimpern oder auch The Falsies Volume Express Mascara. Beide Mascaras haben Faserbürstchen, wobei die von Maybelline so ein bisschen bananenförmig ist und die von Hourglass etwas tannenbaumförmig. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht. Beide Mascaren gefallen mir, wobei mir die Caution Mascara von Hourglass tatsächlich noch ein bisschen besser gefällt. Wenn man den Preisunterschied bedenkt, muss man unbedingt die teure von Hourglass kaufen? Nein, definitiv nicht. Da kann ich auch bei der Maybelline einfach noch eine Schicht drauflegen, ne? Aber ja, das ist einfach nur so. Beide trennen schön, beide verlängern schön und geben Volumen. Ich mag die gerne leiden und ja, ihr seht jetzt auch von Namen. Die Base sieht wirklich gut aus und natürlich, aber ich habe Fallout des Todes von diesem goldenen Lidschatten leider, ne? Das ist natürlich super, 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 super kacke, weil es ist eine teure Lidschattenpalette. Da erwartet man eigentlich, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Jo. Ich habe so viele Lippenprodukte in Adventskalendern drin gehabt, dass ich jetzt mal Alexa entscheiden lassen habe. Und sie hat sich für einen Ton entschieden, der halt auch wirklich sehr gut jetzt zum Look passt, was ich gut finde. Ich möchte aber dazu natürlich noch einen Lip Liner kombinieren und einen Lipgloss. Führt kein Weg dran vorbei hier. Ja gut, da habe ich natürlich jetzt schon exakt zu der Farbe den richtigen Lip Liner, weil ist dann wahrscheinlich auch im selben Adventskalender gewesen. Und nein, dieses Video ist nicht gesponsert von dem Asa Magic Finish, Leute, wisst ihr Bescheid. Hier habe ich nämlich Holiday Crush, den Lip Designer, in so einer kleinen Verpackung. Da sind 0,095 Gramm drin. Die sind halt immer super, super weich, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die aufträgt, dass die einem nicht abbrechen. Gerade weil es hier oben echt warm ist. Und dann habe ich hier noch den Holiday Crush Lipstick. Da sind 4 Gramm drin, also eine Full Size ist das von dem Asam. Und den kann ich jetzt einfach dann nehmen. Wunderschöne Farbe. Oh mein Gott, der macht auch schöne Zähne, ne? Das kann man jetzt natürlich so lassen, aber ich bin ich und ich mag gerne Gloss. Und da habe ich jetzt hier von Ilia Balmy Gloss Tinted Lip Oil. Das ist dieses hier. Das hatte ich auch in einem Adventskalender drin in der Farbe Only You. Das dürfte farblich nämlich auch echt schön passen. Ja, wow. Oh ja. Das ist jetzt alles ein bisschen mehr glossy, ein bisschen mehr glowy, ein bisschen. Oh, das mag ich einfach deutlich lieber. Einen habe ich tatsächlich noch, bevor wir hier fertig sind, Leute. Denn ich finde, zu dekorativer Kosmetik gehört definitiv auch Parfum. Und da habe ich hier von Christina Aguilera Cherry Noir 15 ml drin. Denn auch ein schöner Duft ist immer eine ganz wichtige Geschichte, finde ich.
Und das riecht einfach schön süßlich. Ja, die Christina Aguilera Düfte halten jetzt nicht Ewigkeiten. Aber ich finde es eigentlich schön für den Alltag, ne? Und das hier ist jetzt mein fertiger Look. Hättet ihr damit gerechnet, dass es so am Ende aussieht? Ich finde, das ist so ein typischer Claudi-Look. Also so fühle ich mich wohl. Klar, Haare offen wäre jetzt eine ganz schöne Kiste. Aber aktuell weiß Julius sehr gut, wie man greift. Au. Ihr Lieben, ich bin gespannt, was Sarah Isabel mit den Adventskalenderprodukten zaubern wird und wie sie am Ende aussieht. Also ja, 19:30 schauen wir heute bei ihr vorbei. Ansonsten ist das Video in der Infobox verlinkt, sofern es schon erschienen ist. Und ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Macht's gut und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir um mich herum die Playlist von Ungeschönt. Dann findest du auch den Kanal von der lieben Sarah Isabel und dann noch das ein oder andere Video, was du dir vielleicht mal anschauen könntest. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!